Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ah, ich kann nicht glauben, dass er wieder abgehauen ist. Ich meinte natürlich, Papa ist der Beste in allem. Klar weiß er, wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Diese Gigaglocke ist schon wieder voll mit diesem dunklen Zeug. Wir brauchen mehr Katzeninsignien. Vielleicht finden wir welche versteckt auf den Inseln, die wir schon besucht haben. Lass uns nachsehen. Okay, das heißt tatsächlich, wir brauchen jetzt nochmal 4 mehr, um das zu schaffen. Aber, so. Gucken wir erstmal, gibt es hier noch irgendwas, was man hier noch mit dem erreichen könnte, mit dem Pömpel? Nö, ne? Oder? Kann man sich nur irgendwo hinschießen? Ne. Müssen da hin, würde ich behaupten. Ich bin zu doof zum Schleudern, wirklich. Okay, hier müssen wir wieder innen drauf kloppen. Okay, das reicht nicht. Ja, eine von diesen Dingern fehlt uns noch. Die müssen wir noch irgendwie kriegen. Hier auf der linken Seite war ja was zum Raufklettern gleich. Und ich meine nicht Blessy. Komm mal her. Schwimmen ist ein bisschen müßig, muss ich zugeben. So, komm, jetzt aber. Hier rauf. In die andere Richtung war nichts, ne? Weil das Ding sagt sogar, diese Katzenmünze da vorne, die haben wir sogar schon. Bei irgendwas wird doch hier noch sein, oder? Das macht doch keinen Sinn, wenn wir tatsächlich... Was ist das überhaupt für ein Bereich hier? Wo existiert der? Nö, ist nur zum hier drauf rumspringen, da ist nichts weiter. Tja, ey. Also für das eine Ding suche ich mich jetzt gerade wirklich dumm und dämlich hier. Aber wir können trotzdem noch mal rein. Das Teil heißt ja schon, dass wir hier Bumbums Katzenbumbums Rückkehr erwarten. Das heißt, wenn wir da noch mal reingehen, können wir noch mal gegen den kämpfen. Und haben hier noch mal den Fall des Lebens. Komm schon. So. Gucken, was er jetzt kann. Ob der überhaupt irgendwas anders macht. Ah, das ist die Bumbina. Das ist ja nicht mehr Bumbum, das ist Bumbina. Oh Gott. Du bist falsch. Okay. Das ist richtig. Die ist richtig, alles klar. Ist immer nur eine richtig. Und zwar die mit dem roten Pompom. Schnell mal noch ein Leben geben. Was machen wir? Komm, wir machen mal. Vielleicht können wir ein bisschen auf die schießen. Das ist die richtige. War's das schon? Das war's schon? Das war's tatsächlich schon. Okay. Jetzt noch ein Pilz. Scheinbar. Okay. Wir haben eine weitere Insignie. Irgendwo noch eine Insignie geben, die wir noch nicht haben. Ich glaube, ich habe es entdeckt. Man kann da vorne rein. Und dann rüber. Ne, das hatten wir auch schon. Da oben drauf vielleicht. Ist ja sonst nicht mehr viel mehr, wo man hin könnte. Von da bin ich gerade gekommen. Also viel mehr gibt es hier tatsächlich nicht mehr. Ich werde mich nochmal in Katzen-Mario verwandeln. Gehen wir mal hier rein. Hier ist erstmal nichts drin. Gehen wir hier rauf. Da ist aber auch nichts. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wo hier noch eine kleine Münze sein könnte, um die letzte, also um diese Insignie hier voll zu machen. Das
Und ich wirklich total komisch, was ist, wenn wir hier mal hier so am Rand lang gehen, ob wir hier noch irgendwo was drunter sehen? Da ist zum Beispiel gar nichts, also ich erkenne zumindest nichts. Hm. Auch da ist nichts Geheimnisvolles. Die eine da haben wir schon. Das ist ja echt komisch. Das ist ja wirklich verdammt komisch hier. Es fehlt eine einzige. Wo mag sie sein? Wir haben nur eine Münze sauber gemacht da. So, von hier oben aus sieht man auch nichts, ne? Das ist ja echt unfassbar. Das ist ja wirklich unfassbar. Wo könnte hier was sein? Jetzt falle ich wieder hier runter. Tja. Also ich check's nicht. Ich check's gerade wirklich überhaupt nicht. Hier oben auch nicht. Hier oben auch nicht. Nee. Da ist nichts weiter. In den Bäumen habe ich auch keine gesehen. Alles klar. Komm, wir gehen mal hier rüber. Auf der Insel waren wir noch gar nicht. So, haben wir hier. Da rennt. Da hängt ein Insignia einfach so rum. Das finde ich auch schon mal komisch. So, genau da. Okay. Okay, wo findet man hier den Eingang? Nirgendwo. Kann der das anmalen? Kann Bowser Junior das vielleicht anmalen? Ja. Irgendwie von dort. Ah, okay. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Erstmal hauen wir euch hier um. Tja, keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Viel anderes gibt es ja eigentlich nicht. Ah, okay. Da ist der Weg. This is the way. Wie geht's weiter? Einfach fallen lassen? Ne. Das war schon mal nicht richtig. Okay, das muss ich wahrscheinlich irgendwie von dem wegfressen lassen hier. Aber Bowser kommt ja gleich raus. Wenn er dann auf mich schießt, ist hier vielleicht ein Stern. Ich kann ihn schon mal was reinjagen, aber ansonsten... Da, komm, mach schon, Bowser. Gib mal her. Okay, er wird wieder wütend. Das sehen wir jetzt schon. Hier ist ganz viel, was man anzeichnen kann mit dem... Bowser Junior, aber nicht so direkt vor mir. Also das Einzige, was hier direkt vor mir ist, ist tatsächlich... Ist da unten das Katzending? Nee, ne? Das ist nur die Spiegelei von dem Vogel hier hinten, oder? Ich bin gerade nicht sicher. Hier fehlt mir immer noch einer. Stört mich gerade, dass ich diese Insignie nicht finde. So, machst du jetzt mal hinne? So, jetzt fängt mein Pad an zu vibrieren. Bowser macht sich sauber, es wird stürmisch. Er kommt jetzt und ich hoffe, dass er diesen Balken hier kaputt schießt. Und dann können wir ihn zumindest wieder ein Sternchen reinjagen. Na komm schon. Bowsi. Bowsi. Hau rein. So, schieß auf mich. Wo bist du?
Da ist er. Schieß, schieß, komm. Zack, da ist eine Insignie. Ich wusste es. Okay, damit haben wir schon mal zumindest einmal etwas Bowser-Ruhe. Weil er jetzt angestrahlt wird und es ihm Energie abzieht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nicht mehr allzu viele Insignien. Und ich mach das mal weg hier. Komm, wir überspringen das. Das dauert ja sonst ewig. Aber hier geht's auch tatsächlich sonst nicht weiter vom Weg her. Alles klar. Gut, wir gehen mal nach oben in den Turm. Guck mal hier rein. Hast du schon mal versucht, Amiibo zu verwenden? Bla 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 bla. Okay. Ich frage mich, wie man zu diesen Sachen hinkommen soll. Okay, so, wir holen uns das Goodie einmal hier raus. Und dann gehen wir zu Blessy. Und gucken wir mal, ob wir mit Blessy hier... Da kommen wir schon mal nicht dran. Naja, das kriegen wir doch bestimmt, das Ding. Ach, die Insignie bewegt sich, kann das sein? Was ist das? Kommt man da nicht hin? Komm mal her, Blessy. Gib mal her. Das ist ja ganz verwirrend, das Teil. Es wirkt denn nur so, als ob... Irgendwie sah das gerade so aus, als ob das gar nicht wirklich da wäre. Oder zu weit weg wäre. Oh Gott. Ja, ja, hier passiert ja was mit. Das ist ja strange. Alles klar, das ist pure Verarsche hier. Okay, das geht irgendwie immer unter und dann kommt das neu. Man muss immer auf dem neuesten und schnellsten dann sein. Kommt schon, spring da rauf. Okay, haben wir nicht geschafft. Verwirrend. Wir starten beim nächsten. Aber das ist auch echt schwierig, das mit dem Vieh zu machen. Ich mach das mal mit der Katze wieder. Kann die Katze hier draufklettern? Ja, das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Okay, guck mal, das hätten wir doch gelöst. Okay, die haben wir auch. Eisscholle voraus. Brauchen wir nur eine. Dann können wir wieder Bowser Gumbo geben. Ich wünschte, es würde einen, einen Schwimmknopf geben. Das Schwimmen geht mir doch ein bisschen auf den Senkel gerade. Das ist wirklich nicht so schön. Ach, was haben wir da? Das leuchtet doch gut. Da kriegen wir doch bestimmt was Schönes. Na komm. Okay, hier müssen wir kämpfen. Ich vereinfache mir das mal nochmal. Fische kaputt hauen. Ach, hier kommen wir nicht lang. Gibt's hier noch Großfische? Da ist noch ein Fisch. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Und dann können wir jetzt nochmal gegen Bowser kämpfen, weil wir dann 20 Moppets haben. So, okay. 20 Stück. Wo war die Glocke? Wo war die Giga-Glocke? Das ist eine gute Frage, ne? Bevor wir da jetzt groß hier... Da hinten ist die Giga-Glocke. Da müssen wir einmal zu Blessy. Dann kommen wir da schneller hin. Was war das wäre. Hol mal. So. Nein! Blessy!
schmeiß mich doch nicht immer runter. So, nochmal nach Gigaglockenhausen. In der Zeit, in der wir hier mit der Gigaglocke rumrennen, suche ich jetzt einfach nochmal das Eiland hier ab, um herauszufinden, wo, um Himmels Willen, das letzte schöne Insignienteil sein könnte. Dahinter bestimmt. Ja, ja. Ah, okay. Er muss das hier kaputt ballern. Da muss er es kaputt ballern. Okay, wir kämpfen aber erstmal mit der Glocke. Aber den Teil haben wir jetzt gefunden. So, kannst du das nochmal hier anmalen? Bumerang hier. So, okay. Wir holen uns jetzt die Glocke und dann hoffe ich, dass wir Bowser schon wieder einmal erstmal das Handwerk legen können. Aber dazu müssen wir erstmal in eine Position kommen, um hier überhaupt drauf kommen zu können. Ja, hier geht's rauf. Hier geht's rauf. Hier geht's rauf. Und wir haben sie. Alles klar, komm schon, Bowser, wo bist du, du Lümmel? Jetzt gibt's erstmal wieder 8 Stunden Ladezeit. In der Zeit kann ich ein Schlückchen trinken. So, komm, Bowser, du hast nicht mehr viel Energie. Also, wird's jetzt auch Terz geben. Mal gucken, ob er jetzt irgendwas anders macht. Oh, der feuert immer die Sachen raus. So, jetzt macht er... Genau, das hat er ja gerade schon gemacht. Jetzt muss ich aufpassen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist er, wo ist er? Das ist aber auch gefährlich, weil man das nicht erkennen kann vernünftig. Okay, komm her. Komm schon. Einmal. So, jetzt kriegen wir ihn aber. Scheiße. Verdammte Axt. Okay. Da hinten ist eine Glocke, die müssen wir uns holen. Wir holen uns... Ah. Die Dinger kann man auch auf den schmeißen. Das ist ja geil. Das wusste ich ja noch gar nicht. Oh, komm, schnell, 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 komm. Man kann mit diesen Pfählen auf ihn werfen. Seine Glutspikes. Ja, sauber. Da werden sich doch jetzt wahrscheinlich neue Inseln auftun. Und wir haben Bowser ein weiteres Mal besiegt. Fantastisch. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ach Menno, und ich dachte, er würde sich dieses Mal endlich zurückverwandeln. Ich meinte natürlich, war ja klar, dass er sich nicht zurückverwandelt. Schließlich wehrt niemand einen Angriff von Mario so mühelos ab wie mein Papa. Komm, wir müssen irgendwie diesen Wasserfall hinaufklettern und noch mehr Katzeninsignien finden. Tja, dann machen wir das doch glatt.